Hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen beim Unboxing-Video der Creative Sound Blaster XG5 USB-Soundkarte. Ja, was werdet ihr alles in diesem Video erfahren? Erstens mal, was ist drin und was kann es? Dann werden wir uns noch die Software anschauen und einen kleinen Vergleich uns anschauen, was diese Soundkarte wirklich an Vorteilen bringt, wenn man eben eine Onboard-Soundkarte verwendet oder eine externe, in diesem Fall eine USB-Soundkarte. In diesem Sinne würde ich mal sagen, starten wir los. Wir sehen hier schon mal die Vorderseite der Verpackung. Ja, die ist sehr schlicht gehalten, hier steht das Wichtigste drauf. Sie wurde zweimal Testsieger, hat eben 120 dB Verstärkung im 2,4 Bits Bereich bis 192 Kilobits kann man da rausholen. Unterstützt werden Stereo-Headsets aller Art bis zu 600 Ohm. Es gibt einen sogenannten Scout-Mode. Was das ist, das erfährt ihr im Nachhinein. Also bei unserem Software-Test natürlich, denn diese werden wir natürlich auch unter die Lupe nehmen. Und ja, vieles mehr. Ich würde sagen, schauen wir uns die Verpackung etwas genauer an. Ja, hier sehen wir eben die ganze Vorderseite, schön schlicht gehalten mit dem Modellnamen. Hier eben die Soundkarte an sich. Diese besitzt an der Oberseite drei Mikrofone, die auch schon sehr top sind. Aber es empfiehlt sich immer, ein Headset anzuschließen. Dieses kann entweder, wie wir hier schon sehen, hinten über einen Eingang angeschlossen werden oder eben den Ausgang über 3,5 mm Klinke. Hier noch zur Rückseite, hier gibt es eine ganze Menge. Eben hier auf der Seite sehen wir die Soundkarte und hier sehen wir auch schon schön die 3,5 mm Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Diese können auch getrennt angeschlossen werden. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr einen 3,5 mm Audio- und Mikro-Eingang habt. Oder Anschluss besser gesagt. Oder Kabel, Klinkenkabel. Ihr könnt es auch, wie gesagt, getrennt anschließen. In der Mitte haben wir noch eine Regelung, wo wir die Lautstärke stufenlos verstellen können. Und wenn wir auf diesen Knopf drücken, dann wird alles gemutet. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und hier eben nochmal die Vorderseite. Ich würde sagen, ich packe es schnell aus für euch und wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt ist es offen und hier ist sie auch schon in einer schlichten Verpackung gehalten. Und eben schön glänzend, im schwarzen Matt gehaltener Verpackung. Ich hole die jetzt mal raus und hier sieht man auch schon, die ist ja wirklich klein und hat eben hier die Eingänge, die man eben durchschleusen kann, weil man hier ein größeres Headset hat hier. Wie hießen die 6,3 mm Klinken sind das, glaube ich. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen USB-Port, denn wir müssen hier die Karte gezwungenermaßen immer am USB-Port anschließen, am PC natürlich, damit die Strom hat. Und da gibt es da so einen Reserve-USB-Anschluss, wenn man den mal zufällig brauchen würde. Und hier ganz außen rechts sehen wir eben den USB-Anschluss für den PC. So, weiter geht's. Ich halte die mal so rum für euch. Dann hier die andere Seite. Hier sehen wir nochmal schön den Drehregler und das Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Und wenn man die auch hier reinsteckt, ich habe das selbst getestet, die kriegt man nicht mehr raus. Die sind da wirklich fest. Die sind dann wirklich fest drinnen. Also die kann man anziehen, da kann eigentlich nichts passieren. Da geht vorher die Grafikkarte, die Soundkarte flöten. Jetzt bin ich auch schon ganz durcheinander vor lauter Freude. Dann haben wir hier, warte mal, ich drehe es nochmal und jetzt da, genau. Hier haben wir eben ein Dreiknöpfe. Hier ist einmal der Scout-Mod oder Mode besser gesagt. Wenn man den aktiviert, dann hört man eben Gegner im Prinzip leichter. Und ja, was aber wie gesagt das alles ist, das erfährt ihr noch ein bisschen später. Der mittlere Knopf ist der SPX-Knopf.
Jetzt hat es wenigstens mal geschärft hier. Das verstärkt die ganze Soundkarte noch extrem. Also wirklich extrem. Also da haut die Ohren weg. Und dann haben wir hier noch eben den L und N, kann man hier switchen. Das ist eigentlich die Taste für die unter 300 Ohm Headsets und die 600 Ohm Headset. Also wenn man jetzt ein 600 Ohm Headset hat, dann tut man die bitte rechts rüber klicken. Ne, klicken klingt jetzt blöd, aber rüber switchen. Dann kann man hier bis zu 600 Ohm Headsets unterstützen. Hier hinten sehen wir noch drei solche Zahlen. 1, 2 und 3. Im Prinzip, da kann man dann auch zwischen die Profile herum switchen, die man zuvor. Also man kann drei Profile speichern, die man zuvor eben gespeichert hat, und da kann man eben hin und her switchen. Aber wie gesagt, auch das werdet ihr später noch genauer sehen. So, das war's dann von der Seite. Eben nochmal von vorne, hier nochmal drehen, probieren. Also es ist wirklich handlich, leicht, und es lässt sich wirklich leicht bewegen. Und das soll auch so sein. Also die Karte war wirklich den Preis wert. Also ich kann da sagen, die kann echt viel. So, kommen wir zum Inneren der Verpackung. Da haben wir so ein digitales Kabel für Xbox One und PS4-Anschluss. Nämlich, das ist alles auch kompatibel. Hier haben wir ein 1,5 Meter USB-Kabel, kein 1 Meter Kabel mehr. Finde ich auch top. Hier ein paar Beschreibungen, Garantie, hier nochmal eine Beschreibung. Nicht mal eine Treiber-CD ist da leider drin. Da hat es mich gewundert. Ich dachte eher, da kommt jetzt so eine Treiber-CD raus. Deswegen habe ich auch das aufgemacht. Aber im Großen und Ganzen war es das leider schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns die Software anschauen. Und dann eben noch nach der Software lege ich euch einen kleinen Test bei von einer Onboard-Soundkarte. Und diese Soundkarte in Kombination mit dem Biodynamic MMX 300. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, und schreibt mir gerne auch über die Soundkarte eure Meinung in die Kommentare. Also Leute, bis gleich und ciao!